Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder und da ist sie. Karte Nummer 12 von 12. 12 Cards until Christmas. Ich mag sie, das ist meine Lieblingskarte. Ich habe ein bisschen altes Packpapier verwendet, Sterne ausgestanzt und halt ganz normalen Cardstock. Und natürlich habe ich mal wieder was vorbereitet. Also, dieses Packpapier, das kriegt man ja überall. Das könnt ihr euch also von der Rolle her eventuell kaufen. Ich verwahre mir das auch oft, wenn es aus Paketen kommt. Ich habe es dann einfach geknudelt. Und nachdem ich es geknudelt habe, habe ich es dann wieder so ein bisschen glatt gestrichen. Dann habe ich rundherum abgerissen. Also die sind auch nicht identisch. Also von daher, so hundertprozentig wird die Karte dann nicht. So, das ist aber auch völlig egal. Das muss nicht identisch sein. Wir packen jetzt Kleber auf diese Karte. So. Und, aha, ich bin nicht so verpeilt. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie viele gedacht haben, okay, nicht, dass sie die jetzt innen drauf klebt. Aber klar, ich bin ja oft so verpeilt. Also von daher, der Gedanke war schon ganz in Ordnung. Kann ich also voll und ganz nachvollziehen. Das könnt ihr auch ruhig an den Seiten hier so ein bisschen offen lassen. Ne? Das hat eigentlich noch so einen gewissen Charme, wenn ihr das macht. So, hier hatte ich die helle Sterne. Ich glaube, ich möchte hier die dunklen Sterne. Nee, aber ich gehe auch wieder nach oben. Mal gucken. Mache ich die dunklen und... Weil das ist von der anderen Seite so. Nee. Nein, ich mache den kleinen wieder dunkel. Ich hatte erst gedacht, ich mache es andersrum mal, aber nee. Ich finde es doch schöner, wenn die helle Seite zu sehen ist. So, und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass ich meine 12 Cards until Christmas endlich fertig habe. Wenn ihr das Video seht, komme ich schon fast wieder aus dem Urlaub zurück. Ich musste das aber alles vor meinem Urlaub noch machen und habe also Power-Video-Dreh gemacht und manche Tage 3, 4, 5 Stück, wie auch immer, weil ich auch noch andere Sachen zu machen hatte. Also es war schon etwas stressig. Also ich denke, auch im nächsten Jahr werde ich das ändern. Ich werde nicht weiter täglich ein Video posten, weil es ist mir einfach zu viel. Ich meine, ich habe ja auch noch ein Privatleben. Wo ist denn jetzt mein Stopfen hin? Ich habe keinen Stopfen mehr. So, ja. Ich habe ja noch ein Privatleben und habe ja auch noch einen Freund. Also von daher denke ich, werde ich das im nächsten Jahr reduzieren auf, ich denke mal, 3 Videos pro Woche, eventuell auch 4, je nachdem, wenn was Besonderes ist. Da kann man ja immer noch mal drüber nachdenken. Aber nicht mehr fast täglich. Ich habe ja jetzt fast täglich ein Video und das ist echt jede Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir nehmen wieder einen Glue-Dot. Ich habe den Stempel Merry Christmas mir auf dem Stempelblock aufgezogen. Den packe ich jetzt ins Memento. Also den Stempelblock, ne? Mit dem Spruch. Mach den auch gut schwarz. Dann hole ich mir die Karte und ne, ich denke, ich versuche es so, dann komme ich vielleicht besser hin mit gerade. Und versuche es dann relativ gerade auf die freie Stelle in der Karte zu pressen. Na, ist gut. Gucci, ja. Wer kommt denn da? Das ist Alarmstart, wenn mein Hasi jemanden sieht. Da ist irgendeiner, der hat uns
Post in den Briefkasten geschmissen. So eine Zeitungsreklame oder sowas. Und auf jeden Fall, dann macht er einen Alarmstart. So. Oh, da kommt ein goldenes Sternchen. Wo kommt das denn her? Von meiner Schüttelkarte. Das ist also meine letzte Karte. 12 Cards until Christmas. Ich habe es geschafft. Ich bin fertig geworden. Natürlich kommt auch hier wieder mein Stickerchen drauf. Das kennt ihr ja schon. Das ist ja schon Routine. So. Na, komm her. Da ist die Kiste, da wollte ich es reintun. Seht ihr, so schnell kann das gehen. Von Schlaf in, ich habe da was gehört. Und jetzt steht er schon wieder hinter mir, so nach dem Motto, hier, lass mich rauf, lass mich rauf. Nein, jetzt musst du warten, Schatz. Also ich habe hier noch zwei von diesen Action-Karten, Hüllen, Umschlägen. Die wollte ich jetzt da als letztes, dann sind die nämlich weg. Ich weiß gar nicht, wo die Karten gelandet sind, aber so sind dann auch wenigstens alle Umschläge verbraucht. Und ich habe die nicht hier lose rumfliegen. Manchmal ist das einfach so, ne? Dann braucht man eine Karte für irgendwas anderes und dann hat man die Umschläge da liegen und man braucht sie nicht mehr. Fertig! Ich habe fertig! 12 Cards until Christmas! Ich bin mega, mega stolz, dass ich das jetzt auch geschafft habe, dass wir durch sind, dass die Kiste voll ist und dass ich ganz ehrlich gesagt nicht mehr viel an Weihnachtskarten produzieren muss für meine eigene Weihnachtspost. Ich wünsche euch was. Wir hören voneinander. Eure Biggie.